Tachchen, Leute, grüßt euch. So, wir hauen uns mal wieder ein Reaction-Video rein. Das Video wird mir zugeschickt hier. Von Kulewu ist auf jeden Fall ein riesen YouTuber. War mir so gar nicht bekannt, ehrlich gesagt. Aber ist ziemlich groß, weiß ich nicht, 5000 mal größer als ich. Irgendwie knapp 600.000 Abonnenten. Der junge Mann fährt, glaube ich, da eine Ducati und steigt jetzt hier auf eine 45.000 € Roadlight. Also ich bin selber Roadlight-Fahrer. Erstmal würde ich sagen, gucken wir mal, ob die wirklich 45.000 wert ist. Und das wird natürlich ein krasser Unterschied, ne? Also die Ducati da, keine Ahnung, was die wiegt, aber wahrscheinlich, boah, ich würde mal fast behaupten, mindestens 200 Kilo weniger. Die Roadlight, ich fahre ja selber eine, wie gesagt, ne? Und die wiegt um die 390, 380 Kilo, je nachdem, ne? Was man noch verbaut hat und so weiter. Das ist schon ein ganz schönes Schiff, ne? Aber jetzt wollte ich lange schnacken, gucken uns das Ganze mal an hier. Und lasst auf jeden Fall, wie gesagt, ne, ist nicht mein Content, wir reacten da drauf. Lasst bitte ein Abo da für den guten Mann. Video, klickt da gerne nochmal selber rein. Schaut euch das Video nochmal so an. Daumen hoch, lasst einen Kommentar da. Und jetzt gucken wir mal, was hier abgeht. Ich bin gespannt. Wie So, Intro hat mir schon mal gefallen. Hört sich schon mal alles ganz gut an. Ich glaube, der hat auch richtig Bock, das Ding zu fahren, kann ich mir vorstellen. Ist halt ein Riesenunterschied, ne? Jo, was geht, ihr Coolen? Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Bei mir auf jeden Fall. Heute fahre ich mal wieder eine Bikeprobe Hi, und in zwar Berlin. eine Okay. Harley. Ich hatte mich vor einem Jahr schon mal mit Fabi getroffen. Fabian Flex, vielleicht kennen die manche von euch von der Ja, kennen wir auch. Hardgainer-Crew. Der Schöne fährt nämlich Grüße. Also, ich Harley. kenne ihn nicht Letztes Jahr hat er noch eine persönlich. andere Harley gehabt. Ich glaube, der hat einen kleinen Unfall damit. Aber sag mir Fragen wir was. ihn gleich mal. Und heute fahren wir seine neue Harley. Das heißt, wir treffen uns jetzt erstmal mit Fabi, dann geht's weiter. Boah, ist das ein dickes Ding, Alter. Moin, moin. Ich habe gerade von dir gesprochen. Echt, ja? Ich habe gerade gesagt, mal gucken, ob er da ist. Dann dreh mich um und dann kommst du schon. Das ist Fabian. Ihr kennt ihn vielleicht aus der Hardgainer-Crew. Und Fabian ist früher Sportler gefahren, jetzt fährst du Harley, wa? Seit wann fährst du jetzt schon Harley? 2016. 2016. Und du hattest ja im letzten Jahr noch eine kleinere Harley, die ich auch Probe gefahren bin. Und was ist damit passiert? Hattest du nicht irgendwie einen Unfall? Okay. Also was wir hier schon mal sehen, ganz kurz, weil wir gerade mal über diese 45.000 € gesprochen haben, hat auf jeden Fall hier ein Kultwerk Windshield, sehe ich schon mal, dann sehe ich die Tankverlängerung, die Trittbretter sind Standard, die habe ich auch, Crashbar ist auf jeden Fall anders. Ich würde mal behaupten, dass er hier einiges noch schwärzen lassen hat, weil die war wahrscheinlich in Stockchrom. Kicken wir mal. Andere Boxen, weiß ich nicht, könnte sein. Ich habe mich auf der Autobahn langgelegt. 70 km/h in der Linkskurve. Wir hatten halt mehrere Optionen. Hinterreifen weg? Nee, blitzartiger Stau nach einem Kurvenende. Ah, okay. Ich konnte das nicht einsehen. Also das ja. Ich bin in der Schräglage gewesen, hab das Stauende gesehen, musste ruckartig bremsen und es gab halt die Option, einem Kumpel in den Rücken reinfahren, einen Transporter oder halt komplett raus. Alles Kacke. Ich glaube, jeder würde die Option raus. Natürlich. Und dann hast du die verkauft und hast dir jetzt eine neue gekauft. Korrekt. Welche ist das? Ich kenne mich null aus mit Harleys. Also die sieht wirklich, ist ein richtiger Koffer. Das ist ein richtiger Koffer, das ist auch eine Touring-Maschine. Ich habe ohne Spaß noch nie so ein großes Motorrad gesehen. Ja, das sagen viele. Er ist auch die ganze Zeit am Gucken. Das ist so quasi die S-Klasse bei Harley, würde ich sagen. Gibt noch eine Stufe mehr. Nimmt noch mal einen Koffer mit Rückenlehne für den Beifahrer und so. Was hat die gekostet? Standardpreis sind 29,7 und... Ja, gut. Das war mal, ne? Jetzt mittlerweile sind die auch teurer. Also die ganz neuen hatten wir ja letzte Reaction-Video, ne? Was die Dinger kosten. Aber jetzt verstehe ich auch die Geschichte mit den 45.000 €, glaube ich. Also der Neupreis plus wahrscheinlich die relativen oder die ganzen Veränderungen, die er gemacht hat. Auf jeden Fall sehe ich schon mal andere Koffer. Dann die anderen Seitenteile sehe ich auch noch. Und Lack ist, glaube ich, auch gemacht. Lenker auch. Ja gut, da kommt schon ein bisschen was zusammen, ne? Wahrscheinlich Auspuff auch noch. Doch, auf jeden Fall Auspuff haben wir gerade gehört. Der kostet schon zwischen 3 und 4 Scheinchen. Also, ja, gut, das geht schnell. Ne? Das ist verrückt eigentlich. Der Umbau waren jetzt noch mal so um die 15.000. Krank, Alter. Richtig, richtig krank. Was? Ja, die Auspuffanlage sind so drei. Hast du wahrscheinlich dann auch Auspuffanlage mit Mit Klappenauspuff? Klappenauspuff, zeige ich dir dann gleich. Was wiegt so ein Gerät? Die wiegt jetzt 470 Kilo. Nee. 470? Okay. Gesund und dünn zu kochen, ein Widerspruch. Nicht bei Grab My Meal. Die Meals von Grab My Meal sind 100% So, Werbung weg. Wie viel Kubik und PS hat die?
Kubik hat sie 1700, also 1690 und PS sind wir bei knapp 90. Welches Baujahr ist die? Die ist 2016, 2015 wurde sie nach Deutschland gebracht. Und das ist jetzt eine Road Glide Special. Road Glide? Road Glide. Road Glide Special. Road Glide. Okay, alles klar. Und was hast du noch umgebaut an der, außer jetzt die Auspuffanlage? Ein anderes Windschild ist dran, komplett alles geschwärzt, alles war Chrom und Silber und die Felgen waren Silber und den Engine Guard, also der geht normalerweise bis hier oben ran, den habe ich gekürzt, dann habe ich einen anderen Luftfilter ran gemacht. Digga, wie sauber das hier auch alles ist, wie das alles glänzt. Dann haben wir den Tank verlängert, also du hast quasi den Originaltank, geht nur bis hier. Wie viel Liter fasst ihr jetzt mehr dadurch? Gar nichts, es ist nur Optik. Ach, ist nur Optik, okay. Dann habe ich die Dinger verbreitern lassen, die Koffer wurden verlängert, das heißt die Originalkoffer gehen eigentlich nur bis hier. Ich habe sie so verlängert, dass wenn du von hinten rauf guckst... Krank, Alter, was du alles gemacht hast. ...du quasi das um den Auspuff herum, also die Original... Das finde ich auf jeden Fall cool. Das muss ich auch noch machen. Das sieht bei mir auch noch richtig bescheiden aus. Bei mir ist hier wirklich viel zu großer Abstand. Ne? Das heißt, den muss ich auch noch mal verlängern und ich brauche auf jeden Fall andere Koffer. Ich überlege die ganze Zeit, was ich mir für Koffer noch hole. Irgendwie zu gestretched will ich auch nicht, aber da muss noch was geschehen. Anderen Sitz hat er auch oder hat den zumindest machen lassen. Ja gut, kommt ein bisschen was zusammen. Ne? Unten hier. Und dann habe ich das Heck verlängern lassen, dass es quasi eine Linie gibt. Dann habe ich alles Chrom machen, alles was Chrom war, hier zum Beispiel die Aufnahmen habe ich. Aber die Road Glide passt auch zu dem Juten Fabian, weil das ist ein ganz schöner Bär, wie ich gerade sehe. Und ja, wenn der sich auf eine Sportstar setzt, sieht es auf jeden Fall ein bisschen ulkig aus. Ich glaube auch, dass es relativ lustig aussehen wird, gleich wenn er auf der Ducati da durch Berlin ballert. Ja, schwarz machen lassen, Auspuff, anderes Kennzeichen. Sitzbank ist original. Nee, also die ist original, aber die ist bezogen lassen. Die extra mit goldenen Nähten und dies machen lassen, dann passend ist zum Pinstriping. Das Geile ist, du hast sogar einen Tempomaten mit drin. Nice. Du auf der Autobahn, sechster Gang, Tempomat rein und du musst nicht die ganze Zeit am Gas. Und Story machen. Kannst Story machen. Ja, das wird auf jeden Fall ein krasser Switch jetzt für uns beide. Ich hoffe, ich fall damit nicht um, aber ich schaffe das schon. Also das coolste Gimmick finde ich ja echt, dass du hier diese Lautsprecher drin hast und einfach absolut laut durch die Gegend fahren kannst und Mucke hören kannst. Dann mach ich mal den Motor jetzt erstmal am Normalzustand an. Normal, ja. Und wenn du dann diesen magischen Knopf drückst, ja? Okay. Dann hast du schon am Stand gesetzt. Ey, das geht durch den ganzen Körper. Ja, Twincam ist schon echt geistesgestört, ne? Die war von 2016, ne? Ja. Ach Mann, ey, das ist halt wirklich der große Vorteil bei den Twincam-Motoren, ne? Die hören sich so brutal an. Die M8, da kriegst du natürlich auch relativ scharf gemacht, ne? Keine Frage, aber der Sound ist einfach echt geil, ne? Durch. Na gut, dann schwinge ich mich einfach mal rauf. Kann ich hier runterfahren oder? Da sollte kein Problem sein, ne? Okay. Digga. Jetzt geht's los. Ey, ich hab richtig Respekt. Oh, glaube ich. Erstmal vortasten. Boah, Junge. Was ein Bär, ey. Oh, Digga, das ist so ein Riesenschiff. Kann ich jetzt hier die Klappe aufmachen? Alter. Klappe ist offen. Was ein Riesenschiff, Alter. Ich mach mal mein Visier zu. Das kommt mir überhaupt nicht wie Motorradfahren vor. Das ist so krass. Das ist so krass. Das ist so krass, Alter. Also allein diese Cockpit-Sicht. Also man stellt es sich wirklich viel, viel schwerer vor. Man denkt so 470 Kilo, Hauptsache nicht langsamer werden und dann irgendwie zur Seite kippen. Aber es geht klar. Es geht klar. Eigentlich mache ich gar nichts. Sitze einfach nur auf diesen Teilen. Leute, ich habe noch vergessen zu sagen, weil der Fabian hier, Fabian Flexer, auch mitmacht, bitte geht auch auf seinen Kanal und abonniert das Ganze, ne? Die haben es ja, glaube ich, zusammen gemacht hier, das Video. Also von daher, lasst auch da mal ein bisschen Liebe da. Wäre mir wichtig. Ich finde es immer cool, wenn man sich da gegenseitig supportet. Drauf. Also das ist wirklich ein Fahrgefühl, das hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie auf dem Motorrad so ein Fahrgefühl. Ich komme mir vor wie einer von dem... Oh, ich hab's nie gesehen. Auch geil, wie du dein Gewicht verlagerst, ey. Guckt euch das an. Das geht spielend leicht. So krass. Muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass mein Fuß so weit nach vorne muss. Man fährt ja praktisch mit ausgestreckten Stelzen und ausgestreckten Armen. Digga.
Und vor allem, das ist so krass, man wirkt halt komplett anders optisch für alle Leute, die auf der Straße irgendwie sind. Oh, Digga! Also der Sound, der ist ja mal geisteskrank geil. Ist das geil? Macht doch Spaß! Rally fahren ist ja mal so cool. Ein bisschen schlafen meine Arme schon ein. Aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, später mal mir auch eine Harley zu holen. Jetzt im Tunnel. Der Tunnel. Der Sound ist einfach das absolut Beste an dieser Harley. So will es das Gesetz. Wenn du so einen übelst krassen Koffer fährst, man fühlt sich halt wie einer, der aus dem fucking Rockerclub ist. Ey, meine Hände, meine Arme schlafen schon. Ey, das, was Fabian gerade gesagt hat, das habe ich letztens auch gehabt. Ich bin eine KTM Super Duke gefahren und das war für mich so ungewohnt und ich hatte richtig Schmerzen nach nur ein paar Minuten Fahrt. Total verrückt, ey. Und Nacken war halt richtig wild, ne? Aber wir fahren bald auch mal die Super Duke, wie heißt die? Super Duke irgendwas R. Und da bin ich auch mal gespannt. Da gibt es aber auch ein cooles Video bald. Nein, ja. Ihm tun die Handgelenke weh und bei mir schlafen die Arme ein. Oh, Digga, das ist so geil. Jetzt gebt euch den Sound. Jetzt halten wir mal hier auf dem Behindertenparkplatz an, weil dieses Teil einfach behindert krank ist. Denn ich werde mich mal versuchen zu koppeln, dass wir mal ein bisschen Mucke hören können. So, wir hören jetzt schön das GTA-Intro und dann fahren wir damit rum. Ich hoffe, das ist das Richtige. Passt das? Ja. Schön laut machen. Geil, Alter. Na denn. Wie geil ist das bitte? Wie geil ist das bitte? Schreibt unbedingt in die Kommentare, was für ein geiles Feeling ist das? GTA! Also ich weiß ja nicht, kann jeder auch mal in die Kommentare schreiben, der auch eine Roadlight, Streetlight oder auch sich Boxen verbaut hat, wo auch immer. Das ist halt echt, ne? Das ist wirklich unschlagbar, wenn du halt während der Fahrt ein bisschen Mucke ballern kannst. Das macht so Bock, ne? Gerade auf längeren Touren, das macht einfach so viel Spaß. Jetzt mal eine ganz kurze Sache zu den Boxen. Ich kann mir vor, also das sind, denke ich mal, nicht die Originalboxen. Also das Radio, klar, das ist das Originale, ne? Aber die Boxen kann ich mir schon fast nicht vorstellen. Also meine hören sich richtig schrebbelig an. Da werde ich auch bald mir mal andere gönnen. Aber da muss ich mal auf jeden Fall nachher mal bei Fabian beim Kanal, auf dem Kanal vorbeischauen, ob der nicht auch da irgendwie da schon mal ein Video zu gemacht hat, weil das klingt erstmal ziemlich gut. Mucke. Und dann fährst du hier auf so einer dicken Harley rum durch Berlin. Geil, Alter. Also wer das fühlt, schreibt mal jetzt bitte Hashtag GTA Harley in die Kommentare. Guckt euch das an. Schön links rein, rechts rein. Geht alles mega easy. Ey, wirklich, es hat schon lange nicht mehr so ein cooles Motorraderlebnis. Ja, Real Talk. Ist echt der Hammer. Aber die hat auch Punkte. Ist halt was komplett anderes. Kann man gar nicht vergleichen so. Ja. Digga, das macht so einen Spaß. Ich finde das auch so cool, was sie machen, dass sie einfach mal, weil ich finde, das ist sonst immer so schade, also ich bin vorher auch zigtausend andere Motorräder gefahren, bis ich mir halt irgendwann eine Harley gekauft habe, ne? Und ich finde das richtig cool, dass auch jetzt hier Kulewu und Fabian Flex da einfach mal die Bikes tauschen, weil ich finde es auch mal geil, dass er jetzt auch sagt, ey, das macht total Bock zu fahren, ne? So, vielleicht jetzt mal ohne Quatsch, wo ich die Super Duke gefahren bin, das hat so viel Spaß gemacht und ich finde immer dieses, ja, hier Reiskocher, hier und da und bla, ne? Also es hat alles seine Berechtigung und es macht halt auch Bock, ne? Hätte ich die Kohle, würde ich wahrscheinlich jedes Motorrad einmal kaufen und in meinem Besitz haben, weil ich auch irgendwie wieder Bock hätte, einfach mal richtig zu ballern, ne? Mit so einer Ducati oder mit so einer KTM oder was auch immer halt, ne? Also es macht einfach so einen Spaß, ich will unbedingt so eine Harley haben. Ey, es geht so spielend leicht, Kurven zu nehmen mit dem Ding, hätte ich mir auch ganz anders vorgestellt. Ja. Das macht 400 Euro. Was hat er falsch gemacht? Ich wette, der ist auf dem Fußgängerweg gefahren, anstatt auf dem Fahrradweg. Holy shit, war das eine geile Fahrt. Also, ich muss sagen, ich glaube, das war meine geilste Probefahrt, die ich jemals hatte. Wo geht die Karre aus? Ah. Uff, eine Ruhe, Alter.
Also wirklich einfach nur ein absolut krankes Teil. Du bleibst bei Harley für immer? Ich bleibe bei Harley. Ich bleibe auch mittlerweile bei dieser Sitzposition, weil ich habe jetzt gemerkt, entweder ist es eine Gewöhnungssache, ja. Aber dieses Liegen mit 120 Kilo, ja, einfach nicht gut auf lange Zeit. Ja, man gewöhnt sich halt dran, so nach 3 bis 5 Tagen, aber ich wette, da gewöhnt man sich auch dran. Das war's von dem Video. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr Harley fahren findet und wie ihr diese Harley Road Glide Special findet. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne noch einen Daumen nach oben da. Und über 50% haben den Kanal nicht abonniert. Von daher, macht das mal, Leute. Das doch gerne, wenn euch die Videos gefallen. Das war's von mir. Coole Wu ist raus. Bis zum nächsten Video. Haut rein, ihr Coolen. Ciao. Auf jeden Fall ein, finde ich, beide sehr sympathische Typen. Und ja, Leute, also wie gesagt, ne, unterstütze ich auch nochmal auf jeden Fall. Ich fand's, ich finde es immer sehr interessant, wenn Leute, die halt wirklich aus einem ganz anderen Bereich kommen, was heißt ganz anders, ne, aus einem anderen Motorradbereich, sag ich mal, dann Harley fahren und doch ganz oft überrascht sind, wie viel Spaß das eigentlich macht. Und nicht immer sagen, Harley ist total, keine Ahnung was, ne, mit diesen ganzen Vorurteilen, da müssen wir echt mal mit aufhören, weil es macht einfach alles auch richtig Bock, ne. Genau, zu der Roadlight, das ist wirklich so, kann ich auch nur bestätigen. Im Stand ist es immer ein bisschen schwierig, gerade oder wenn du aus einer Parklücke rausfahren willst, wenn du es mal wieder verpeilt hast, nicht rückwärts reinzurollen, dann stehst du da wieder wie so ein Idiot und brauchst dann öfters auch mal Hilfe. Das ist dann immer ein bisschen peinlich, aber wenn die erstmal rollt, dann rollt die. Ne? Also Leute, lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr Bock habt, noch mehr von den Videos, Reaction-Views euch reinzuknallen. Dann hauen wir noch ein paar raus. Und ansonsten geht es bald auch wieder feuchtfröhlich weiter mit ein paar Fahrtenvideos. Haut darin. Tschüss. Get down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you jar. Get down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you jar. I fucked up this hustle. Gay we hustle. But then what then. Oh my God.